So, ich habe jetzt so ein Teil für einen Jungen gehäkelt. Das ist hier für das Mädchen gewesen. Jetzt habe ich das gleiche für einen Jungen. Und jetzt zeige ich euch, wie man hier für den Jungen das weiter häkelt. So, wir hatten hier die Reihe zu Ende gemacht mit den Abnahmen. Und wir müssen jetzt weiter häkeln. So. Wir machen jetzt erstmal 6 Kettmaschen. Wir müssen nämlich jetzt hier ein bisschen zur Seite wandern. So. Eins. Zwei. Drei, vier, fünf und sechs. So, jetzt machen wir 2 Luftmaschen. Eins, zwei. Und wir häkeln jetzt ganz normal mit Stäbchen weiter. Eins, zwei, drei. So, und so häkeln wir jetzt weiter komplett drumherum bis hier vorne. Hier müssen wir wieder 6 Stück abzählen. Hier haben wir angefangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bis hierhin häkeln wir jetzt Stäbchen. So, jetzt bin ich hier am Ende angekommen, bis ich hier den gleichen Abstand habe wie hier. So. Jetzt müssen wir wieder 2 Luftmaschen machen. Dann drehen wir das Ganze um, dass wir jetzt quasi von innen häkeln. So, und jetzt machen wir erst eine Abnahme. So. Jetzt häkeln wir weiter mit Stäbchen bis zum Ende. Fast bis zum Ende. Am Ende müssen wir wieder eine Abnahme machen. Also bis zum Ende, dass am Ende noch 2 Maschen bleiben. So, jetzt bin ich hier am Ende angekommen. Mir bleiben jetzt nur noch 2 Maschen. Die kann man so sehen, wenn man das so hier auseinanderzieht. Das waren diese 2 Luftmaschen, die wir gemacht haben. Wenn ich das so auseinanderziehe, sehe ich, dass ich hier eine habe und noch eine habe. 2 Stück. Eins und zwei. Da. So, und in diese 2 machen wir jetzt eine Abnahme. So, und die machen wir jetzt so. Ich zeige euch das noch einmal. So, in die erste Masche. Dann haben wir so 3. Dann den Faden durch die ersten 2 ziehen. Dann haben wir 2. Und dann durch die zweite Masche. Jetzt haben wir 4 Schlaufen. So, dann erstmal durch die ersten 2. Und dann durch alle. So, jetzt haben wir aus den 2 haben wir eine gemacht. So, und jetzt machen wir wieder 2 Luftmaschen. Drehen das Ganze um.
und müssen jetzt wieder zwei zusammen häkeln. Eins, zwei. Also eine Abnahme. So, jetzt häkeln wir wieder weiter mit Stäbchen. Bis zum Ende, bis wir wieder zwei Maschen über haben, damit wir wieder eine Abnahme machen können. Und so sieht es dann aus. Das wird halt hier immer weniger. So, ich bin jetzt wieder hier am Ende angekommen. Jetzt habe ich hier zwei Maschen. Da mache ich jetzt wieder eine Abnahme. So, zwei Luftmaschen, umdrehen, noch eine Abnahme. Und mit Stäbchen weiter häkeln, wieder bis zum Ende, am Ende eine Abnahme. Zwei Luftmaschen, noch eine Abnahme und so weiter. Wir häkeln jetzt so weiter mit den Abnahmen, bis wir dann halt die gewünschte Länge erreicht haben. Wir müssen halt noch bedenken, dass wir dann noch so ein Gummiteil häkeln werden. So ein Gummiteil ist zum Beispiel jetzt 2 cm, man kann es auch breiter machen oder gar nicht machen, wie man das möchte. Hier habe ich zum Beispiel jetzt 4 cm. Also müsst ihr schauen, wie lang das bei euch sein muss bis zum Schwänzchen. Und da zieht ihr dann ein paar Zentimeter ab und so lange häkelt ihr das halt, ne? Kann das jetzt mal abmessen. Das ist bei mir jetzt ein bisschen schmaler. So. Also bei mir muss es noch ein bisschen auf jeden Fall. Ja, noch so 10 cm muss ich häkeln. Wobei vielleicht so 9. Also einfach weiter häkeln, bis ihr am Ende irgendwann, da bleiben halt nur noch so ganz wenig Maschen auch über. Ich weiß gar nicht, wie viele ich hier hatte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder sowas. Ne? Also einfach ganz normal weiter häkeln hier mit den Abnahmen. Genau, und dann treffen wir uns wieder. So, ich habe jetzt das Teil hier zu Ende gehäkelt, bis nach unten. Bei mir sind hier jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maschen übergeblieben. Man kann das natürlich auch kürzer machen, also kürzer häkeln oder ne, noch länger, wenn man es braucht. Ich wollte das eigentlich etwas kürzer machen, aber ich habe mir gedacht, ich mache es doch ein bisschen länger, damit sicher sieht sicher. Lieber 1 cm zu viel als zu wenig. So, und wir beenden das Ganze dann hier so auf diese Seite, weil wir müssen ja gleich noch weiter häkeln und diesen dieses Gummiteil hier drumrum häkeln, das hier, ja, das machen wir.
als nächstes. So sieht das aus. Ja, und für das Mädchen gibt es dann halt ein extra Video, da wird das anders gehäkelt. Da fangen wir mit diesem abgerundeten erst später an und dann wird das auch direkt mehr abgerundet, also abgerundet hier. Da machen wir mehr Abnahmen, damit das dann nicht so lang wird, sondern flacher verläuft. Ja, so sieht das Ganze aus.